mal eine ganze Mahlzeit direkt aus der Natur gewonnen. All das, was uns die Natur bietet, Wildkräuter, Beeren, Früchte, all das, was es hier draußen gibt. Darum soll es in diesem Video gehen. Ziel meines Mikroabenteuers ist es, am Ende des Tages einen vollen Teller zu haben, einen bunten Teller mit dem, was uns die Natur an nährstoffreichen Lebensmitteln bietet und was wir da draußen finden können. Warum das Ganze? Zum einen ist dieses Video Teil meiner Bewerbung für Seven vs. Wild, einer Outdoor-Serie, die jetzt bald in die zweite Staffel geht und für die man sich bewerben kann, die der liebe Fritz Meinige durchführt. Die, die mich kennen, wissen, dass ich im Gesundheitsbereich engagiert bin, Menschen dazu motiviere, zu ihrer eigenen Gesundheit zu finden. Und da geht es häufig darum, Nährstoffmängel zu beheben, weil wir haben das Problem, dass wir in unserer zivilisierten Gesellschaft zwar satt sind, aber meist nährstoffarme Lebensmittel essen. Ja, Lebensmittel, die nur viel Kalorien enthalten, aber wenig Nährstoffe, Vitamine etc. drin haben. Unsere Tomaten zum Beispiel heutzutage wachsen in Reagenzgläsern, in künstlichen Flüssigkeiten, die haben nicht mehr so viel drin, wie drin sein sollte. Und es soll einfach darum gehen, mal zu schauen, was wir draußen vor der Haustür so finden können. Denn das, was hier wächst, das, was auf nährstoffreichem Boden wächst, am besten noch im Wald, das hat am meisten Nährstoffe, am meisten Vitamine. Also, lass uns loslegen. Ich freue mich schon und bis gleich. Ich bin übrigens zu Fahrrad und zu Fuß unterwegs. Lass mich da ein bisschen treiben und ja, schau einfach, was mir ins Auge fällt. So, schaut mal, was ich entdeckt habe. Kirschen in Hülle und Fülle. Wir haben gerade Saison, sehr nährstoffreich, geben eine gute Energie und bekanntlicherweise wachsen die besten Kirschen natürlich nicht unten, sondern oben. Und deswegen gehen wir mal hoch auf den Baum. Oh, schau mal. Klettern ist auch so eine Sache, die hält jung, erinnert einen an die Kindheit und an unsere affigen Ursprünge. Und das Beste ist, falls ich heute keine Proteinquelle mehr kriege, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier vielleicht ein paar Proteine drin sind. Ein paar schöne Maden. Ich gucke lieber nicht rein, einfach essen und genießen. So, ich habe jetzt hier schon mal eine Stelle mit Spitzwegerich gefunden. Den kann ich dann für einen Wildkräutersalat nehmen. Auch sehr, sehr gut, hat viele ätherische Öle und schmeckt auch nicht schlecht. Kann man auch so snacken. Ist doch gerade ein Reh hier weggehuscht. Aber so schnell hätte ich das Messer nicht draußen gehabt. Nein, Quatsch. Das hätte ich eh nicht gekriegt. Die sind so flink. So, ich bin jetzt hier in einem Waldgebiet bei einem See. Ich weiß, dass der liebe Fritz hier auch schon mal war und was gebastelt hat. Aber das bleibt unser kleines Geheimnis. Meine Hoffnung hat sich bewahrheitet. Ich habe jetzt hier ein paar Walderdbeeren gefunden. Hier hat schon jemand anders Outdoor gespielt. Das war ich nicht. Ja, und ich wollte noch ein paar Worte dazu verlieren, warum ich mich für Seven vs. Wild bewerbe. Und ich glaube, ein großer Faktor, warum wir so viele steigende Zivilisationserkrankungen haben, Depressionen zunehmen, dass Fettleibigkeit zunimmt. Und ich finde, die Natur hat die Antworten dafür. Wir sollten wieder einen Schritt zur Seite gehen, mehr Zeit in der Natur verbringen, unsere Instinkte spielen lassen, uns aus der Natur ernähren und ja, wieder ein Stück weit zu dem zurück, was uns als Menschen ausmacht. Und da ist Seven vs. Wild eine geile Chance, auch Menschen zu motivieren, zu inspirieren und auch für mich zu zeigen, dass wir auf unsere Instinkte vertrauen können. Aber wir sollten auch immer mal wieder den Sprung nach draußen wagen. Und ja, da würde ich mich super freuen, wenn ich dabei sein kann, Menschen mit inspirieren kann. Brennnesseln haben 70 mal mehr Vitamin C als Apfel und sind auch sehr, sehr wohlschmeckend. Und vor allem die Triebe, die enthalten weniger Oxalsäure, haben die meisten Nährstoffe, die können wir sehr, sehr gut verwenden. Und das Ganze dann einfach nochmal zur Wuchsrichtung nach oben abstreifen. Da nestelt nichts, wenn ihr das nach oben macht. Das schön kleinrollen und dann gut snacken. Wilder Rucola. So, ich bin jetzt hier am Fluss unterwegs. Die Hoffnung hier am Fluss Schwarzmundgrundeln zu fangen. Das ist tatsächlich eine Plage, weil die nämlich den Laich von den einheimischen Fischen Futter. Der Vorteil ist aber, dass sie sehr schmackhaft sind und deswegen würde ich mal schauen, ob ich da ein paar kleine fangen kann. Ich habe jetzt nur Angelsehne mit Haken mit und den Rest werde ich mir survivalmäßig selbst zusammenbasteln, dass das auch ein bisschen authentisch ist. Da ist ein potenzieller
schöner langer Angelstock. Die Frage ist natürlich auch, sollte ich einen Fisch fangen, wie ich den zubereite? Die Frage habe ich mir gestellt. Wir haben jetzt gerade die höchsten Waldbrandstufen, deswegen werde ich es gleich vorwegnehmen. Ich werde davon absehen, den draußen zuzubereiten. Den gerne an so einer Feuerstelle hier gemacht. Ist auch hier relativ safe, finde ich, aber zwecks Funkenflug und das wäre einfach das falsche Signal. Deswegen werde ich den Fisch dann zu Hause zubereiten. Die Kerbe für die Angelsehne reinmachen. Ist nicht der schönste Stock, aber das reicht. So. Würmchen drauf. So, Runde 1. Let's go. Zack. Ich ziehe das jetzt auf jeden Fall mal raus und dann schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein Fisch dran, wie ihr seht. Und zwar eine Grundel. Ja! Hier seht ihr das kleine Ding. Nicht viel, aber trotzdem äußerst schmackhaft. Ja, wie gesagt, mitnehmen und dann zubereiten. Geil, mega, ich freue mich. Auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, ihr seht das. Bewegt sich auf jeden Fall ganz leicht. Wir versuchen es wieder. Action. Irgendwie so innerlich macht es mich wahnsinnig glücklich jetzt, wahnsinnig happy. So ein schöner Dopaminausstoß, so ein schönes tiefseliges Glücksgefühl, was gejagt zu haben, männlichen Jagdtriebe mal rauszulassen. Mega cool, freue ich mich sehr. So ihr Lieben, der kleine Sammel- und Jagdtrip ist vorbei. Ich habe jetzt hier mein kleines Brettchen voll Lebensmittel zusammengesammelt. Das, was die Natur zu bieten hatte, ich habe es jetzt nicht künstlich übertrieben oder irgendwas zu viel gesammelt. Also das, was da ist, habe ich jetzt genommen. Ihr seht jetzt, zuerst haben wir Kirschen gesammelt, davon hatte ich auch reichlich auch noch genug. Die Walderdbeerernte ist mickrig, eine habe ich dann noch verloren, eine habe ich zerquetscht, aber trotzdem, sie sind da. Und ein Haufen Wildkräuter, also wilder Rucola, Schafgarbe, Löwenzahn, Brennnessel, Spitzwegerich und dann das, wo ich am meisten drum gekämpft habe, eben der Fisch. Die Grundeln, die ich hier zubereitet hatte, ich habe gesagt, die bereite ich zu Hause zu. Bin relativ stolz drauf und ja, werde es mir jetzt schmecken lassen und hoffe, es waren einfach mal ein paar schöne Impressionen für euch dabei, ein paar Ideen einfach. Man muss jetzt nicht alles hier zusammen sammeln, aber immer mal Kleinigkeiten, ein paar Kirschen, ein paar Wildkräuter, ein paar Beeren, all das, was eben gerade wächst, einfach beim nächsten Spaziergang mitnehmen und dann ein Stück weit mehr von dem Leben, was uns die Natur bietet. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.